Groß darf sie hier nicht sein. Nass. Komm, gehen wir weiter. Ich glaube, das ist erst der Anfang hier. Gibt es noch wesentlich mehr zu sehen. Wow. Thank you.
Wir sind zurück aus der Breitachklamm. Ich denke, die Bilder, die wir euch gezeigt haben, waren schon beeindruckend. Es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Naturschauspiel. Ich kann es jedem nur empfehlen, der hier in der Nähe ist, einmal die Klamm zu besuchen. Der Eintritt kostet 7,50 Euro pro Person. Da drin ist auch enthalten, wenn du wieder zurück möchtest. Kinder sind etwas günstiger, habe ich aber jetzt nicht drauf geachtet, aber nehmt den Link und das Video, dann könnt ihr nachschauen auf der Homepage. Parkplätze sind, wie gesagt, auch vorhanden, auch für Wohnmobile. Und ansonsten sage ich nur, Schuhe an und los. So, und jetzt suchen wir uns einen Kaffee. Ja, hier gibt's doch keinen. Ja, deswegen suchen wir ja. Okay, Alfred drängt auch zur Weiterfahrt. Er möchte einen Kaffee. Und bei unserem Glück, wo finden wir ihn? Bei uns an der Bordküche. Weil durch die Umleitung da hinten. Ja, da habe ich auch gar nicht. Doch, da war McDonald's, da kannst du Kaffee trinken. Ja, kann das sein lassen. Ja. Okay, du kommst du nämlich nicht durch den Ort. Wir müssen ganz außen rum fahren. Dann gehen wir mal auf die Suche. Okay, wir machen mal einen Schnitt hier und gucken mal. Wir sitzen da so sinnlos rum. Ich sitze nicht sinnlos rum, ich bin traurig. Warum? Als wir an der Breitachklamm losfahren wollten und ich mit Schwung und Elan mir meinen Rucksack genommen habe, um den anzuziehen, habe ich mein Handy durch die Gegend geschmissen. Es lag nämlich unterm Rucksack. Und jetzt? Ist der Kameraschutz ab. Da sind so komische Sandpartikel auf der Linse vom Weitwinkel. Und da wir den Ersatzkameraschutz zu Hause haben, will ich den jetzt nicht wieder abmachen. Ich habe es ja erst gesehen, als wir wieder drauf hatten. Und der ist ja in Dänemark schon durch die Gegend geflogen. Da hat der Sand den ja abgerieben. Bin ich jetzt traurig, weil ich nicht weiß, ob ich normal filmen kann. Fotografieren. Ja. Und heute Morgen ist meine Lieblingshose, habe ich gesehen, dass die gar nicht das Fahrradfahren übersteht. Die hat hinten die ganze Naht auf. Kann ich wegwerfen. Ich gucke mal hoch, weil da fliegen welche. Ah, jetzt ist er da vorne, kreist da. Die anderen zwei sehe ich nicht. Ja, die kriege ich doch immer gerne drauf. Ja, und jetzt muss ich shoppen gehen. Ich muss gucken, dass mein Handy ganz bleibt. Und ich weiß noch nicht, ob wir verlängern sollen oder nicht. Ich bin gerade unentschlossen, aber ich sitze hier ganz gut. Und außerdem muss ich noch kochen. Oder gehen wir essen? Ich weiß alles nicht. Kennt ihr das? Wenn ihr alles nicht wisst und nicht überlegen wollt? Jetzt brauche ich einen, der einen Plan hat. Hast du denn dein Glockenspiel wieder? Hey, guck mal. Löschzwerg. Gibt's auch als Radler. Das ist auch wieder Schrubs-Eis. Und hier gibt es selbstgemachtes Eis und Sorbet. Wir wollten an der Iller entlang nach Sonthofen fahren.
bis dass ich wieder gesagt habe, oh, guck mal, da kann man auch durch die Wiesen fahren. Ja. Es ging ja nur rauf und rauf und nochmal rauf. Jetzt sind wir in der Nähe. Aber nicht so weit rauf. Nee, jetzt sind wir bei Ruby und fahren runter nach Fischen. Und was sagst du? Schön. Ich kann halt auch wieder mit der Schnute, wenn du möchtest. Ach, hatte mir schon. Meine Frau ist begeistert. So schön. Happy wife, happy life. Ja. Schön hier, ne? Ist eine Kräuterjacht entdeckt. Genau. Ach nee, das ist ein Duftpflanz. Ja, trotzdem, ein schöner Kräutergarten. Ich glaube, das ist der Kurpark in Fischen. Hier gibt es einiges zu entdecken. Wir haben da hinten einen urigen Minigolfplatz. Hier einen Kräuterduftgarten, da hinten ist ein Kletterpark für Kinder. Und hier ist die Bank für die Senioren. Echt schön. Wait. Das ist die Burgmühle. Hier habt ihr dann auch noch einen Barfußweg, wo ihr über die einzelnen unterschiedlichen Bodenbelege eine Runde durch die Spirale drehen könnt. Hier gibt es noch den Erlebnisgolfplatz mit wirklich origineller Allgäuer Deko. Mehr kann ich euch nicht zeigen, der Platz ist natürlich gut besucht. Und es sind viele Kinder hier. Solltet ihr mit Kindern unterwegs sein, ist das sicherlich ein schönes Ziel, um mit der Familie ein paar schöne Stunden zu verbringen. Es gibt hier den Eichhörnchenwald und einen Kinderthemenpfad zusätzlich zu den Attraktionen, die ich euch hier zeige. Und überall habt ihr auch Gewässer, teilweise planschen die Leute darin und die Kinder fangen Fischchen. Inklusive einem Naturkneippbecken, wo ich drauf wetten könnte, dass das Wasser nicht so kalt ist wie oben im Christelsee. Dekohäusle. Ziegengulasch. Meine Frau fragt, warum wir den Weg am Fluss vorbei immer verpassen. Seht ihr an vom Fluss? Ich nicht. Das schon wieder? Käsekuchen. Ja, glaubst du denn? Käsekuchen? Guck dir das an. Und ich arme so, ich hab wieder nur einen Kaffee. Ups, was ist das denn? Das? Mit Sahne, ich so nicht. So ist ja was. Ja dann, guten Appetit. Danke gleichfalls. So, nach einem leckeren Kuchen und einem noch leckeren Cappuccino geht es jetzt eine kleine Runde durch Sonthofen. Mal gucken, wie der Ort so aussieht.
Also aus meiner Sicht. Nicht allzu urig. Wir machen uns lieber auf dem Rückweg. Guten Morgen. Moin. Es geht weiter. Wir waren 3 Nächte, also irgendwie so 3,5 Tage in Oberstdorf. Und was können wir zu Oberstdorf sagen? Allen Vorurteilen zum Trotz, und es hat es ultra gut gefallen. Jederzeit absolut gerne wieder. Auf der einen Seite tut es mir echt leid, dass wir jetzt fahren. Ich habe aber so ein bisschen den Platz vermisst, wo man sich mit den Tischen und Stühlen hinsetzen kann. Da, wo wir saßen, war das ein bisschen beengt und auch schattig. Ansonsten hätte man vielleicht ein bisschen mehr Platz gehabt. Ich glaube, wir wären gar nicht weitergefahren. Zu eurem Glück, weil jetzt geht's weiter entlang der Deutschen Alpenstraße. Wir sind auf dem Weg nach Sonthofen, um wieder auf die 308. Das ist die Bundesstraße, die uns als Deutsche Alpenstraße bekannt ist, entlang führt, um über den Jochpass Richtung Füssen zu gelangen. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Was sagst du noch zu Oberstdorf? Ich kriege wieder eine Tour. Der arme Herr neben dir darf natürlich sein Fazit auch mal abgeben. Eigentlich hat meine Frau wieder alles gesagt. War schön, Umgebung war klasse, Fahrradfahren war noch viel besser, aber der Platz war doch etwas sehr beengt. Ja. Und jetzt on the road again. Ansonsten sehen wir ja nichts. Wir hätten uns ja dann auch einen Campingwagen kaufen können, wenn wir immer noch auf einer Stelle stehen blieben. Hey? Richtig. Und eins wissen wir schon an der Stelle. Ich glaube, in diesem Urlaub werden wir den Königssee nicht sehen. Aber für euch nichtsdestotrotz, wir bleiben dran, die knapp 500 Kilometer zu schaffen. Bis später. Gleich wird es ganz schön kurvig, das verrate ich euch schon mal, wenn wir auf den Pass fahren. Bis gleich. Ciao, ciao.